Hey, Caillou. Opa! Womit spielst du denn da? Na, Murmelbahn. Sieht kompliziert aus. Die macht echt Spaß. Was ist da drin? Ein Spielzeug, mit dem ich mal gespielt habe. So wie dein Papa auch. Oh. Eine Eisenbahn? Wow, die ist so cool, Opa. In deinem Alter habe ich dir das ganze Haus sausen lassen. Von der Küche ins Wohnzimmer bis in den Garten. Naja, ich hätte sie nicht durchs Haus und in den Garten sausen lassen. Ich will sie durch unser Haus fahren lassen. Nicht alle Züge fahren schnell, Caillou. Manchmal sind sie langsam und man genießt die Aussicht. Wir bauen eine ruhige Strecke in einem schönen und sicheren Kreis. Und dann geht es hier hoch und dann ein Looping und dann feuern wir Konfetti. Leider kann der Zug kein Looping machen. Doch er kann um eine Kurve fahren. Nun, viel Spaß. Ich habe Mama versprochen, dass ich aufräume. Okay. Tschüss, Papa. Und hier. Tada! Ja, ein kleiner normaler Kreis für unseren kleinen normalen Zug. Und jetzt das Beste. Nun, ist das nicht toll, Caillou? Ich könnte immer zusehen. Wie sieht es bei euch aus? Oh, Opa schläft gerade. Oh, das Gleis sieht gut aus, Caillou. Ich wünschte, der Zug wäre schneller. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn er schneller ist. Wow. Darf ich mal, Papa? Klar. Cool. Ich wünschte, das Gleis wäre so lange wie meine Murmelbahn. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn es länger wird. Wow. Ja, wir haben es vielleicht zu lang gebaut. Sollen wir es abbauen? Ja. Können wir es vorher ausprobieren? Aha. Bereit, Papa? Bereit, Caillou. Endspurt.
Es ist... Überraschung! Mein Zug! Er wollte wohl doch schnell fahren. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir hatten zu viel Spaß. Entschuldigt, Jungs. Ich wollte den Ventilator anstellen, hab aber alles andere ausgestellt. Wir waren so nah dran. Du meinst, ich war nah dran? Nee. Ganz ruhig, Jungs. Ich leg oben ein paar Schalter um, dann ist es hier ratzfatz kühl. Es ist wirklich heiß. Ja, ich schmilze. Es fühlt sich an wie... Lava! Oh! Rudi, bleib auf der Insel, okay? Oh, okay. Die Stufen, die sind sicher. So blöd, dass jeder für sich selber kämpft. Wird schon schief gehen. Vielleicht ist der es. Oh nein, Gilbert! Er darf dort nicht lang gehen. Gilbert in Sicherheit. Wie? Wir arbeiten zusammen. Aha. Hey, Gilbert! Gilbert, willst du spielen? Schnell geschaltet, Caillou. Gut gequietscht, Leo. Wir müssen die Lava stoppen. Papa, Gilbert ist sicher. Sehr gut, Caillou.
Ich sollte das jetzt auch gleich erledigt haben. Das war es. Jetzt hat Gilbert es gelöst. Du weißt, was das heißt. Vorsichtig, Kajou. Der Baum ist hoch und ihr tut euch noch weh. Entschuldigung. Schnell, Rosi, komm her. Hä? Wo ist denn der Löwe bloß? Er wird mich fressen. Caillou, geht es dir gut? Alles gut, Papa. Das gehört zum Abenteuer. Oh? Oh, Gilbert, deine arme Pfote. Caillou, was habe ich übers Baumklettern gesagt? Sieh, was mit Gilbert passiert ist. Ich dachte, ich war allein. Ich wusste nicht, dass Gilbert... Es ist wichtig, an andere zu denken, Caillou. Was du machst, kann auch andere beeinflussen. Okay? Mhm. Alles gut, Gilbert? Was stimmt nicht? Boom! Oh. Alles gut, Gilbert. Ich lass nicht zu, dass dir etwas passiert. Miau! Gilbert? Gilbert hat einen kleinen Bruch am Bein. Also werden wir ihn bandagieren und er muss sich ein paar Wochen erholen. Aber er wird sich erholen? Es wird ihm wieder gut gehen. Aber er wird bei manchen Dingen, die er normalerweise alleine macht, etwas Hilfe brauchen. Oh, das mache ich. Ich kann gut helfen. Gilbert, mach das nicht. Die Bandage hilft doch deinem Bein zu heilen. Es ist besser für Gilberts Bein, ihm einen Leckschutz zu geben. Leckschutz? Wie Bonbonpapier? Bonbon! Nein, die Halskrause hält Gilbert davon ab, seine Bandage zu beißen. Raus aus den Federn, Schlafmütze! Tada! Gilbert, vorsichtig! Caillou, Katzen trinken doch keinen O-Saft wie wir. Was würde Gilbert wohl gerne machen? Oh, ha! Lass den Drachen raus! Lass den Drachen raus! Oh ja, das ist kein Drache, sondern ein gruseliger Dino! Thank you.
Was ist denn passiert? Gilbert scheint nicht mehr spielen zu wollen. Ich wollte mit ihm Drachen oder Dinosaurier spielen. Er wollte auch nicht sein Frühstück von mir essen. Er will einfach nur schlafen. Weißt du noch, wie du dir den Arm gebrochen hast? Es war frustrierend, normale Dinge zu machen, oder? Das Beste ist, wenn du dir vorstellst, dass du an Gilberts Stelle wärst. Wie kann ich das denn machen? Stell dir vor, du wärst Gilbert und überleg dir, was du wollen würdest. Oh, ja. Gilberts Bein sieht besser aus. Du musst dich gut um ihn gekümmert haben. Ich habe mir vorgestellt, wie er sich fühlt. So war es einfach zu helfen. Nicht, dass wir das heute machen können. Mama geht's heute nicht so gut. Aber kein Markt? Tut mir leid, ihr zwei. Kannst du uns nicht hinbringen, Papa? Tut mir leid, ich muss arbeiten. Nicht traurig, Caillou. Rosi macht's besser. Rosi, da kommt mir eine Idee. Wenn wir uns um Mama kümmern, können wir vielleicht zum Jahrmarkt gehen. Ja. Was los? Dr. Caillou und Schwester Rosi sind hier, um dir zu helfen, Mama. Helfen? Ach so. Hab ich Glück. Patient Mama ist nun bereit. Over. Das sieht ja warm aus. Oh, das ist... Vitamin C. Dr. Caillous Vorschlag. Wirklich interessant. Wir brauchen einen Verband, Schwester. Teddy? Teddy geht auch. Wir brauchen 50. Nein, 100 Teddy-Umarmungen. Oh, na klar. Umarmung 1. Umarmung 2. Umarmung 3. Umarmung 4. 97. 98. 99. 100. Puh. Bin wach. Sehr gut, Rosi. Toll, Teddy. Nun, Mama, du ruhst dich aus und ich spreche mit Schwester Rosi. Das ist eine gute Idee. Nicht besser. Nein, wir müssen wohl einen A. A. B, C. Wir brauchen Hilfe. Wer kann uns wohl helfen? Papa. Pflegerpapa. Annehmen, Pflegerpapa. Code Helgen. Code Helgen. Over. Nicht jetzt, Caillou. Papa arbeitet. Aber Schwester Rosi und ich brauchen dich. Und Mama. Und Mama. Over.
Pflegerpapa ist gleich da. Hä? Was? Hm? Oh, oh. Hab's mir gedacht. Was ist los, Papa? Mama hat einen schweren Fall von einem Schnupfennäschen. Wir brauchen Taschentücher. Sehr, sehr viele Tücher. Oh, okay. Okay. Danke. Das reicht wohl. Oh, vielen Dank für eure Hilfe. Tut mir leid, dass wir nicht beim Jahrmarkt waren. Doch ihr zwei. Der Jahrmarkt! Wir hatten so viel Spaß, da haben wir den ganz vergessen. Naja. Mama ruht sich jetzt besser aus. Nur noch etwas mehr Medizin. Hm? Ein. Hab dich lieb. Wir haben noch einen Patienten, Rosi. Oh. Folgen Sie mir. Ich will nicht in ein neues Restaurant gehen. Ich will ganz woanders. Glaub mir, Caillou, du wirst das Lokal lieben. Schau! Oh? Ah. Oh. Der wartet, wird belohnt. Ich glaube, ich kann nicht warten, Papa. Ah. Oh. Hey, was ist mit mir? Ich will... Gut gefangen, Caillou. Schmeckt gut. Hab aber noch Hunger. Der wartet, wird belohnt. Nein, warte, Caillou, das ist... Oh, echt scharf. Das ist wirklich scharf. Rot! Hier, trink das Wasser. Meine Zunge brennt. Das ist Wasabi, Caillou. Davon kann man nur ein ganz kleines bisschen nehmen. Damit wird es besser. Ich will jetzt nichts mehr ausprobieren. Oh, das sieht echt toll aus. Hä? Hopp, oh, lecker! Niemals! Das ist köstlich, Caillou. Probier's doch mal. Das ist wirklich nicht scharf. Versprochen. Du weißt nur, ob du das magst, wenn du es probierst. Gibt's eine Kinderkarte? Leider nicht. Aber ich mache etwas nur für dich. Was isst du denn am liebsten? Oh, gegrillter Käse? Ein bisschen davon und... Das ist kein gegrillter Käse. Wirklich nicht? Käse? Schick die Kraniche zu mir zurück. Kann ich sie nicht essen? Ich habe wirklich Hunger.
Der wartet, wird belohnt. Aber... Versprochen, das wird der beste gegrillte Käse überhaupt. Oh, wow. Geht's dir gut, Rosi? Oh, oh, tut mir leid, Rosi. Ich hab's übertrieben. Oh? Guck! Hm? Gegrillter Käse. Hm. Oh, lecker. Das ist köstlich. Selbstverständlich, weil man ja belohnt wird, wenn man... Warte. Oh, yeah. Willst du die hier probieren, Caillou? Nun, mag ich das? Das weißt du erst, wenn du es probierst. Das ist Tempura. Willst du was von meinem Fisch? Mhm. Was willst du noch probieren? Na, alles. Gar kein Problem. Rosi, wollen wir Achterbahn fahren gehen? Oder schwimmen? Platsch! Oder in die Spielhalle? Nein, Enten kommen später. Ich glaube, wir sollten... Was war das? Schnell, verstecken wir uns hier. Hier sind wir vor Gilbert sicher. Aber jemand muss uns beschützen. Wer könnte das sein? Ah, Teddy? Ich weiß. Teddy, wir müssen zu ihm ins Wohnzimmer gehen. Bereit, Rosi? Bereit. Los! Da ist noch was. Alles gut? Ja, Mama. Bestens. Wo kommt das denn her? Oh, hast du gesehen, Rosi? Wir haben den Staubsauger besiegt. Wir sind Gilbert gewachsen. Oh? Caillou? Gilbert hat Angst vor einem Staubsauger, aber die habe ich nicht. Caillou!
ist der gerade direkt hinter mir? Das war knapp. Wir sind okay, solange wir ganz ruhig bleiben. Zu Teddy hochklettern. Gute Idee, Rosi. Da ist Teddy. Oh, ich glaube, wir... Warte mal. Was würdest du machen, Rosi? Du hattest heute tolle Ideen. Das stimmt. Gilbert mag den Staubsauger gar nicht. Wum, 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 wum. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Du hattest die ganze Zeit recht. Wollen wir in meinem Zimmer spielen? Ich verspreche, diesmal zuzuhören. Wir können Enten füttern. Oh, Enten spielen. Quack, quack. Oh. Nicht jetzt. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Oh. Wow. Hm. Oh. Wir haben Tomaten, Salat, Karotten und... Oh? Kann ich den Schokoriegel haben, Mama? Der ist so lecker und... Unser Mittagessen wird heute lecker und gesund sein, Caillou. Schokolade ist keine gute Idee. Aber ich finde schon, dass... Kein Aber, Caillou. Leg ihn zurück. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Karotten und Paprika und vielleicht ein paar Gurken? Rosi liebt sie. Komm her, Caillou. Ihr Wechselgeld. Und hier ist was Süßes für dich. Oh, nein, danke. Wir essen heute was Gesundes. Du kannst einen für später mitnehmen, wenn du willst, Caillou. Nein, ist schon okay. Danke, tschüss. Na dann heute nicht. Wir sehen uns. Willst du mir beim Mittagessen helfen, Caillou? Wie klingt das? Aha. Ich schneide die Karotten und du kannst den Salat und die Tomaten waschen. Dann vermischen wir das.
den Riegel nehmen dürfen. Das war nicht deiner, Caillou. Caillou? Caillou? Hä? Klingt das denn gut für dich, Caillou? Ja, Mama. Das klingt sehr gut. Gern anbehalten. Wie du willst. Oh. Schoki! Was? Lecker Schoki! Rosi will auch! Nein, Rosi! Rosi will Schoki! Rosi will Schoki! Rosi will Schoki! Nein, Rosi! Wo kommt der Schokoriegel her? Ich... Ist das etwa der von Herrn Johnsons Laden? Caillou, das ist Diebstahl. Das darf man nicht. Wie konntest du nur? Ich wollte es nicht. Es sah lecker aus und ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber keiner hat geguckt. Ich will nicht ins Gefängnis. Es tut mir echt leid. Danke fürs Entschuldigen. Ich bin nicht die Einzige, bei der du dich entschuldigen musst, Caillou. Tut mir sehr leid, Herr Johnson. Hier habe ich das Geld für den Schokoriegel. Ich hätte ihn niemals nehmen sollen. Oh, ich bin sehr enttäuscht, Caillou. Das war nicht okay. Ich weiß, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube dir. Ich nehme deine Entschuldigung an. Aber du musst mir versprechen, du nimmst nie wieder etwas, das dir nicht gehört. Versprochen. Niemals, niemals wieder. Gut. Nun geh nach Haus. Deine Mama hat etwas Gesundes gekocht. Klingt so, als brauchst du das auch. Jetzt aber! Und jetzt die Ringe. Yeah! Du dummes Kleid. Clem, liebes, die Ringe. Oh ja, ich hab sie. Hier! Ding! Oh, oh, oh! Ding! Danke, Caillou! Ich erkläre euch als verheiratet! Oh, bitte schön, Rosi. Guck her. Oh. Ups. Konfettikus. Lasst uns Fotos machen. Oh, Fotozeit. Oh. Kommt mit, ich will einen guten Platz. Los geht's. Stopp, stopp. Ich suche noch den perfekten Platz. Oh. Ups, Entschuldigung.
Tada! Hier ist's perfekt. Alle sagen Hochzeit. Hochzeit! Oh nein! Hier, der beste Ausblick. Der beste Tag. Oh, schnell, es ist jetzt Kuchenzeit. Das klingt super. Kuchen. Kuchen im Gesicht bringt Glück. Wie wär's mit einem Mutter-Tochter-Tanz? Nicht nach Plan läuft, kann es trotzdem perfekt sein. Wasserbombe! Der beste Tag! Beste. Wasserbombe. Sieht aus, als hätte der Wind den Baum umgekippt. Baum, geht auch hoch? Ich glaube nicht, Rosi. Oh, meine Schaukel! Was machen wir? Tut mir leid, Caillou. Wir müssen uns von der Schaukel verabschieden. Aber ich sag nicht gerne Tschüss. Oh, wo wird Gilbert sitzen? Der Baum war immer sein Lieblingsort. Ich weiß noch das erste Mal, als ich Gilbert zum Baum brachte. Willkommen zu Hause, Gilbert. Das ist der Garten. Oh. Ach, Gilbert. Neues ist echt angsteinflößend. Der Baum tut dir nichts, Gilbert. Bäume geben Schatten und du kannst unter ihnen sitzen. Genau so. Und von oben in den Ästen kann man alles sehen, Gilbert.
Der Baum war nicht nur Gilberts Lieblingsort. Rosi hat ihn auch geliebt. Rosi liebt Baum! Rosi liebt Baum! Bom, bom, bom. Caillou, jemand will dich kennenlernen. Sag Hallo zu deiner kleinen Schwester Rosi. Alles gut, Caillou. Es ist normal, dass Babys weinen. Wie hört sie wieder auf? Wir müssen wohl rausfinden, wie sie sich wieder besser fühlt. Ich weiß. Vielleicht ist es zu hell. Vielleicht hilft ihr eine Umarmung von ihrem großen Bruder. Umarmung? Von mir? Sie ist doch so klein. Probier's doch mal. Immerhin bist du doch ihr großer Bruder. Aber ich weiß nicht, was man macht als großer Bruder. Halt den Kopf vorsichtig. Sie hat aufgehört. Du bist ein Zauberer. Schau, du bist schon jetzt ein toller großer Bruder. Nun, meine Lieblingserinnerung an den Baum stammt von viel früher. Sie ist von dem Tag, an dem wir hierher gezogen sind. Und den Baum zusammengepflanzt haben. Warte! Wir pflanzten den Baum? Ich erinnere mich nicht. Wo war ich? Du warst noch nicht geboren. Du warst in meinem Bauch. Neues Haus, neuer Baum und bald auch ein neues Baby. Das ist viel Neues. Es ist wirklich ganz normal, besorgt zu sein. Das heißt doch nicht, dass es nicht toll wird. Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt. Wow. Ich hab's! Mama, Papa, wartet! Sieht gut aus. Mama, Caillou, wollt ihr uns die Ehre erweisen? Sehr gerne. Auf neue Erinnerungen mit neuem Baum. Während wir immer liebevoll an die Alten denken. Rosi, hilf!